Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gerade wieder eine Tasse im Nu gemacht. Da in den wunderschönen Becher, den ich mal von Action Bubble hatte. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Keine Ahnung. Auf Facebook findet man sie irgendwie nicht mehr. Jo. Genau. Da habe ich mir jetzt einen Nu gemacht. Wir haben heute Donnerstag. Ich habe gerade meinen Podcast abgedreht. Fast 2 Stunden. Das wäre ein neuer Rekord fast gewesen. Ja. Aber ich habe auch 2 Zuschauerpakete ausgepackt und ein bisschen was Gewerketes mit euch mich unterhalten. Und ich habe Q&As beantwortet, also Frage-Antwort-Videos. Das findet ihr in dem Podcast. Ich kann mal ganz kurz gucken, welche Nummer das wäre, für die, die hier zugucken und sich auch gerne Q&As angucken würden. Wartet, wäre das Podcast, natürlich habe ich jetzt gar kein Internet, Nummer 192. Da spreche ich darüber. Genau. So, was machen wir heute? Ich muss jetzt gleich etwas zusammenpacken für eine liebe Kundin, die arbeitet hier in der Nähe in einer Behindertenwerkstatt. Und sie hat mich gefragt, ob ich Sachen einpacken kann, die ich nicht mehr brauche. Und sie nimmt sie mit, weil sie machen so einen Weihnachtsbazar. Und ja, das mache ich jetzt gleich noch, weil sie kommt auch gleich. Mal gucken. 10 Minütchen habe ich noch und dann kommt sie. Und dann nimmt sie da ein Beutelchen mit. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen von zu Hause mitgenommen. Und ja, dann freuen sich die Leute hoffentlich. Und ich werde hier ein bisschen Deko-Krams los. Und ja, genau. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja. Ansonsten treffe ich mich nachher mit meinem Sohn in der Stadt. Wir wollen essen gehen, dann nehme ich euch auch mit. Und wir wollen Klamotten kaufen gehen für ihn. Da nehme ich euch vielleicht nicht so mit, das hat ja nicht jeden zu interessieren, was der sich für Klamotten aussucht. Aber ich wollte mal gucken, was es so für Strick- und Häkelmode gibt und das mal angucken mit euch. Genau, das war der Tagesplan. Gucken wir mal, was wir Schöneres hinkriegen. Später! Ja, so sieht das Körbchen jetzt aus, was ich gepackt habe. Hier das Bild, das will ich Tine schenken, das ist mit der Kuh hier hinten drauf. Das ist gerade gar nicht gut. Vielleicht könnt ihr das erahnen. Das hing immer bei mir im Bad, hier im Kosmetikstudio. Und das hat die Tine immer geliebt. Und das möchte ich ihr geben, auf jeden Fall. Das, wenn sie es weitergibt, ist mir das auch egal. Aber ich wollte es einfach ihr geben. Genau, als Erinnerung. Und dann habe ich hier ganz viel Deko-Krams und Kosmetikzeug, Nagelsticker, ja, mal ein bisschen Shampoo und Henna. Ja, keine Ahnung, ob die das gebrauchen können. Hier, das war mein Nagellackständer, da standen all meine Nagellacks drauf in der Maniküre. Ja, und wenn sie es nicht gebrauchen können, keine Ahnung, weiß ich nicht, dann sollen sie es wegbringen. Also ganz viel Dekokram, da ist noch ein Buddha und hier so ein Körbchen und ja, ein Schmuckständer. Deo-Cremes, Nagellacke, was ich jetzt eben so gefunden habe, was ich definitiv nicht mehr brauche, weiß ich nicht. Ja, ich hatte jetzt überlegt, ob ich den Tisch noch aufmache und den ganzen Kunstkram da noch rausnehme, ob sie den vielleicht ganz cool finden. Bestimmt, die Blumen kann man ja irgendwo hinstecken und die Bälle kann man ja als Deko benutzen. Also das werde ich noch machen, den mache ich jetzt schnell noch auf und dann packe ich das noch dazu. Ansonsten ja, vielleicht noch 1, 2, 3 Nagellackfarben. Von hier hinten, die hier. Die können definitiv auch noch mit. Und der da, der ist bestimmt auch immer cool. Und der da. Ja, keine Ahnung. Ich will es halt auch nicht übertreiben. Ich habe halt auch Angst, dass ich übertreibe und dass die dann denken, um Gottes Willen, so viel Krams, ne? Aber das ist ja, wo soll ich denn damit hin, ne? Also, ganz ehrlich, benutzen tut man es ja eh nicht mehr. Ja, ich nehme euch, glaube ich, noch mal kurz auf, wie ich den Tisch aufmache. Seht ihr was? So. Ja,
So, zack. Ist er auch leer. Ist halt auch ein guter Platz, um Wolle zu präsentieren, ja. Ich weiß nicht, den Tisch werde ich natürlich nicht behalten, weil wo soll man damit hin in der Wohnung, ne? Die Stühle behalten wir ja, das haben wir gesagt. Die kommen auf den Balkon, beziehungsweise im Winter kommen die rein. Im Sommer kommen die auf den Balkon, aber der Tisch weiß ich nicht. Jetzt ist er leer und jetzt ist die Tüte aber auch richtig voll, ne? Also, ich hoffe, Tine kriegt jetzt keinen Schreck. Aber so lassen wir es. Okay, bis später, ihr Lieben. Hey, meine Lieben, wir sind zurück. Ja, so ein paar Impressionen habe ich ja denn doch gefilmt, aber so richtig herumlaufen mit der Kamera, das mache ich halt denn doch nicht. Ja, und so viele Stricksachen hatten sie jetzt auch nicht hängen. Also wir waren ja fast bloß in der Männerabteilung und da gibt es ja sowieso keine Stricksachen. Ja, ich habe aber doch noch ein paar Sachen gekauft. Erstmal kam die Post an und erstmal eine Kamera halten und dann feststellen, wo die Adresse ist. Ich habe noch was für einen Adventskalender besorgt, für eine Freundin. Ja, den müsste ich jetzt dann auch mal langsam einpacken, damit er losgeschickt wird. Und dann muss ich noch eine Tasche machen, so Scheren. Okay, eine Schere hier. Nehmen wir diese Schere, ne? So, dann gucken wir mal. Ich will Pakete öffnen, ne? Super cool. So, ja. Das da habe ich ihr gekauft. Das kriegt sie mit in den Adventskalender. Das hier ist Yummy Häkeln von Twinkie schon. Genau. Ja, da sind so süße Sachen drin. Ich liebe dieses Buch. Ich habe das selber. Ich habe alle beide. Aber ich glaube, ich habe alle beide in Englisch. Und das ist jetzt die deutsche Variante. Da ist zum Beispiel sowas hier drin. So ein Schal aus Kuchen. Ultra süß. Und liebes Vorsichtteufel, wenn du das siehst, hast du jetzt mal hier dir das Buch auch mal langsam besorgt? Ich meine, jetzt ist es ja auch schon ein paar Jahre älter und das kann man hier brauchen. Jetzt zu Weihnachten zum Beispiel hier. Den hier. Aber sie hat einen ganz coolen neuen Schal rausgebracht. Twinkie Schal. Nämlich mit Tassen. Ja. Und da sind noch so andere coole Sachen drin. Ja, wie gesagt, den kriegt sie jetzt. Ne? Den kann ich euch nicht zeigen, der ist zu dolle drin. Ja, und dann sind da noch Mützen drin. Und also hauptsächlich sind da so kleine Schals und andere Accessoires drin. Die kann ich euch alle nicht zeigen. Das ist ja hier der Pizzaschal, ne? Den wollte ich, der ist ja gehäkelt, den wollte ich mal mit euch an der Strickmaschine machen. Ja, das werde ich aber demnächst mal machen. Dann gucken wir mal, ob wir mal einen Pizzaschal machen. Ich muss jetzt mal niesen. Ich schleiche mich mal weg, ich muss mal niesen. Da bin ich wieder. Und da ist nochmal ein schönes Teil. Ist da? Ja, super cool. Oh, den Sushi, den muss ich euch auch noch zeigen. Den Sushi-Schal. Genau. Den finde ich auch mega. Ja. So, das ist der Pizzaschal. Den kann ich euch leider nicht getragen zeigen, weil den hat sie zu nah an den Beschreibungen. Ja. Twinkie. Zwei Bücher hat sie. Wie gesagt, die sind ein bisschen älter. Ich glaube, ich habe meins 2013 gekauft. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und dann kam irgendwann Teil 2 raus. Teil 2, das liegt da in meinem Bücherstapel ganz unten, da komme ich jetzt nicht dran, sonst hätte ich es euch mal gezeigt. Also ich werde es vielleicht euch mal, wenn ich hier umbaue, werde ich es euch mal in die Kamera halten.
Weil dann kommen ja die Bücher auch vor, dass sie in der Staffel soll ja nicht da bleiben unter der UFO-Pflanze. Das soll ja noch ein bisschen schöner werden. Ja. Was haben wir noch gekauft? Dann haben wir noch Vitamin C habe ich noch gekauft im, im DM mit Zink. Ja, den tue ich hier auch einmal in den Adventskalender und einmal für uns. Ja, keine Ahnung, kann man immer gebrauchen. Gerade um diese Jahreszeit sind wieder ganz viele Leute krank und das ist schon super. Dann habe ich mitgenommen zweimal diesen Badezusatz, weil das zum Verschenken super süß ist. Also wie gesagt, den zweimal. Und da ist eine strickende Miezetatze drauf. Und ja, wir lieben strickende Miezetatzen. Da fehlt noch eine Blume, ne? dann wär's richtig cool. Und eventuell eine häkelnde Miezetatze wäre ja auch mega, ne? Und das Ganze gab es noch als Handcreme in so einer Mini-Tube. Ja, und auch da ist die Mini-Katze drauf zum Stricken. Das Ganze ist eine sanfte Pflege, schützt die Hände und zieht sofort ein. Mit Pflaume-Zimtduft. Ja, wir sind gespannt. Und das hier ist ja auch mit Zimt. Ja. War jetzt da noch was drin? Nee. Ja, das war's. Das waren Anziehsachen. Ich nehme euch mal kurz runter. Und wir schauen mal. Ich mache ja gerade aus einer 1000 Meter Bobble einen Schal. Ich kann aber schon mal sagen, ich bin jetzt bei der Hälfte angekommen. Das ist der Bobble. Und ich habe schon 438 rein. Also definitiv 1000 Meter viel zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel. 500 Meter, also die Hälfte, sind auch völlig okay. Also es wird ein... Ich werde das jetzt aber durchziehen. Also ich werde den Schal mit den 2000 Metern werde ich machen. Ja, mit den 1000 Metern, nicht mit den 2000 Metern. Und dann sind wir mal gespannt, wie cool das aussieht. Ja, ich lasse auch gleich mal ein bisschen die Kamera mitlaufen. Jo. Ansonsten gibt es nichts so weit. Ich muss mal ganz kurz pausieren. Wartet. Da oben die Tasche. Die hier. Die möchte ich morgen mitnehmen. Wir fahren morgen auf ein Konzert und da soll mein Telefon rein und Taschentücher und Kleingeld. Mir fällt jetzt aber gerade ein, ich habe meine Kleingelddose auf Arbeit vergessen. Also so ein kleines Portemonnaie, ja. Das habe ich jetzt auf Arbeit vergessen. Das ist aber nicht. Naja, gut. Ja, und damit das hier nicht so schlupfrig ist, würde ich jetzt hier auf der Seite einen Knopf dran bringen. Damit ich das mal zumachen kann. Ja, ich weiß bloß noch nicht. Oder mache ich zwei Knöpfe. Hier und da. Dass die dann da durchkommen. Und dann ist das gesichert ein bisschen. Das wäre mir halt lieber. Und dafür habe ich die Monstera Blätter mir rausgesucht. Und die knibbel ich jetzt da einfach mal dran. Jo. So würde ich das sagen. Hi. Da bin ich wieder. Ich habe das jetzt wieder alles ein bisschen umgebaut. So, zwei Fäden. Und jetzt suche ich mir hier zwei Blätter raus. Wenn es geht, möchte ich gerne was Grünes haben. Die Monstera Blätter habe ich auch noch im Shop. Ja, ich nehme die zwei unterschiedlich grünen. Die finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann mache ich die da so dran. Und dann ist das so ein bisschen geschützter, als wenn die da nur offen ist und ja, ihr wisst das, wenn man auf dem Konzert ist, die Nadel wird nicht passen. Okay. Ich glaube, so eine dünne Nadel habe ich jetzt gerade auch nicht hier. Hier fehlen auch Nadeln. Schmeiß herum. Nee, die sind alle zu dick. Ich habe jetzt so eine dünne Nadel gar nicht hier. Verdammt, gleich schreiben wieder einige in den Kommentaren, das ist mir zu laut. Ja, das ist nun mal bei einer Metalldose schon mal ein bisschen laut, ne? Aber die ist auch zu dick. Wie kriege ich jetzt dich da durch? Ich muss bloß den Faden da auf beiden Enden durchkriegen. Ob wir das so hinkriegen? Ich glaube nicht. Ich muss noch mal kurz gucken gehen.
Das Problem ist, dass ich mein Nähzeug gerade ganz weit weggeräumt habe, weil... Aber mir fällt was ein. Ich hole mal schnell was. Natürlich, die Kamera geht geradeaus, als ich um die Ecke geschossen komme. Ja, ich habe doch von der lieben Ute das Paket. Das ist tatsächlich noch nicht bei meinen Nähsachen. Das Paket steht noch gewandert. Sonst wäre das jetzt auch schon alles unterm Bett. Weil wir mussten das halt alles ein bisschen wegräumen, weil erstmal haben wir keine Schränke mehr gerade hier. Und ja, es ist mir aber alles zu dünn. Also, das musste wandern, weil wir keine Schränke mehr haben. Und wenn nachher mein großer Schrank aus dem Laden, ihr kennt diesen, das andere weiße Buffet, wenn das da ist, dann wandert das ganze Nähzeug so nämlich da rein. Ich habe auch schon einen Plan, wo was reinkommt und wie das sortiert wird. Und ja, und das wird doch nie was. Den Faden durch den Knopf zu kriegen, die Idee ist, glaube ich, jetzt schon gescheitert. Nein, es wird nichts. Mann! Was bist denn du für ein böser Knopf? Ja, gut. Ich sehe schon kommen, das werde ich mir hier alleine zurechtfummeln. Da werdet ihr nicht zugucken dürfen, weil ich mir hier wieder irgendwas zurechtfummle. Oder nehme ich einen anderen Knopf? Ich kann auch noch mal gucken, ob ich andere Knöpfe finde. Ich wollte aber die Monstera haben. Hier sind auch nochmal Blümchen, aber das ist dasselbe drin. Grün, die sind auch zu. Da kriege ich auch keine Nadel durch. Also keine, die ich hier habe. Nee. Wir brauchen definitiv irgendwas mit so einem kleinen. Aber auf so einen kleinen Nähfaden habe ich halt auch keine Lust, weil das hält 3 Tage und dann ist es wieder ab. Oder ich muss es eben richtig dran nähen. Könnt ihr das nicht einfach sagen? Sagt einfach, Katrin, hör jetzt auf, so faul zu sein. Macht das anständig, dann sieht das auch schick aus. Ja. Wartet. Wo ist denn die Schere schon wieder hin? Das darf nicht wahr sein. Ach, da hinten. Ich will nur. So ein Chaos hat sie immer. Jetzt habe ich mir umsonst Fädchen da abgeschnitten. Die macht immer so ein. Warum sollte das auch auf Anhieb klappen? So. Nochmal testen. Ja, funktioniert. Dann nehmen wir das jetzt mal hier an. Und den anderen dort. Ja, würde ich jetzt sagen. Und weder hält morgen nicht, ne? Dann meckere ich auch. Oh, das wird so cool. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich mir noch ein Oberteil für das Konzert mache. Aber ich habe es mir jetzt erspart. Ich habe gesagt, ich trage jetzt ein Kleid und gut ist. Jawohl. Hier dieses grüne Kleid, das kennt ihr bestimmt auch schon. Das werde ich auf jeden Fall dazu tragen. Schwarze Leggings. Und morgen Abend verrate ich euch, beziehungsweise morgen irgendwann verrate ich euch auch, auf welches Konzert es geht. Ich glaube, ich habe noch gar nicht davon erzählt gehabt, dass es auf ein Konzert geht, ne? See you. Und noch mal einen Faden.
Okay. Wo ist er? Da ist er. Und jetzt kann ich den hier. Wartet. Hoffentlich einmal da durchmachen. So, sehr schön. Ist sogar da durchgekommen. Aber könnte auch irgendwie höher sein. So. Sehr cool. Ein Blättchen. So, nehmen wir noch das zweite Blättchen da dran. Und dann haben wir wenigstens etwas, was ein bisschen gesichert ist und nicht ganz so freizügig. Schon gesagt, dass ich schon ewig nicht mehr auf dem Konzert war. Ich weiß gar nicht, was das letzte Konzert war. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das letzte Konzert war, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bei euch das letzte Konzert war. Also wir hatten natürlich Tickets für 2020. Einmal für Apache und einmal für die Ärzte. Und Apache wurde, glaube ich, abgesagt oder so, glaube ich. Generell. Und die Ärzte haben verschoben. Ein Jahr, zwei Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwann war es dann komplett abgesagt. Und nein, so. Da sind wir denn, das haben wir quasi gespendet, denn also wir haben das jetzt nicht zurückverlangt. Die Karten, die hatte ich auch ganz lange im Podcast hinten an der Wand mithängen, wo ich auch, ihr wisst, ich hatte eine Zeit lang meine ganzen Zuschauerkärtchen da hängen und da hingen auch die Karten mit dabei. Die hingen wirklich ganz lange und irgendwann habe ich das ja alles weggeräumt und jetzt liegen die, glaube ich, im Schrank oder wahrscheinlich auch mit in dem Zuschauer-Community-Korb, der bei mir im Wohnzimmer steht. Ja. Ja, klasse. Kannst du es nochmal durchfädeln? Toll. Sieh. Verknoten alles miteinander. Sehr professionell, ne? Andere vernähen das noch ordentlich und sachte und sauber. Und ich mache einfach 15 Knoten hier rein und denke, es hält. Ja, man sieht, ne? Hält. Hält super. Hält genau 3 Tage. Deswegen wollte ich dickes Garn nehmen. Naja, egal. So. Jetzt haben wir hier hinten so ein bisschen so die Nähdinger, die man ein bisschen sieht, aber das ist hinten. Und ihr wisst, mich stört das sowas überhaupt nicht. Da mache ich mir doch gar keine Platte. Ja. Und zack. Und fertig. Und ich finde es total süß. Guck mal. Es ist total süß geworden. Ja. Damit gehe ich morgen los. Gut, ich sag mal, ich baue die Kamera mal so ein bisschen, dass ihr wieder bei der Strickmaschine noch mal zugucken könnt. Eventuell würde ich gerne das für morgen fertig haben. Und wie gesagt, das Modell wird jetzt ein Video für euch. Ja. Genau, ich baue das mal ein bisschen um. Thank you.
Hey meine Lieben, es ist wieder der nächste Tag. Ich habe wieder nicht geschafft, euch zu verabschieden. Ich habe meinen Mega-Schal fertig. Ja! Der ist voll cool. Ich habe für die 1000 Meter jetzt 861 Umdrehungen mit der Strickmaschine machen können. Und er ist hier 1, 2, 3, 4, 5 mal um meinen Hals gewickelt, damit er dann so aussieht. Ich finde es irgendwie mega. Also wenn man ihn natürlich, ist das natürlich richtig anstrengend, sich ständig den da drum zu wickeln um den Hals. Aber wenn man den erstmal so drum hat und so trägt, finde ich es eigentlich mega. Und dadurch, dass das ja eine Bobbel ist, ist das ja eigentlich auch viel zu dünn. Da seht ihr es nochmal. Aber so 5-mal umgeschlagen hält er super warm. Ich werde es heute testen. Werde ich euch heute auch, morgen berichten. Ich werde es heute testen, aber berichten tue ich euch erst morgen davon, ob es mir ausgereicht hat oder ob es doof war. So, gut, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich über ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo und schaltet morgen wieder ein zu einer neuen Folge. Macht's gut!